am 17. Dezember live. Eigentlich war alles ganz harmlos. Ein kleiner Schnitt im Daumen vom scharfen Rand eines Blattes Papier. Aber wenn man zur Weltelite der klassischen Pianisten gehört, dann achtet man natürlich sehr auf seine Finger. Also ging er zum Arzt. Die Mini-Wunde war aber kein Problem. Sie verheilte schnell. Alles schien gut. Doch dann schwoll seine Hand plötzlich an. Und er konnte nicht mehr spielen. Jahrelang nicht. Mit eiserner Disziplin kriegte er das Problem in den Griff und gab wieder Konzerte. Doch die Schwellung kam zurück. Abermals kämpfte er sie weg. Fürs Erste. Doch nun weiß er, jedes Stück Musik, das er dem Flügel entlockt, könnte das letzte gewesen sein. Und vielleicht ist das der Grund, warum Murai Peraya jeder, aber auch wirklich jeder Ton so wichtig ist. Berlin, Nalepastraße. Hier im ehemaligen Funkhaus der DDR ist einer der legendärsten Aufnahmesäle der Welt. Und hier nimmt er auf, Murai Peraya, in einer einzigartigen Akustik. Bach, Partita Nummer 6. Gleich am Anfang haben wir einen Akkord, der ganz plötzlich abbricht. Eine Unterbrechung. Was bedeutet das? Ein Seufzer. Ein anderer Akkord. Wieder ein Seufzer, aber in einem anderen Register. Wenn das oben gewesen wäre, dann wäre diese Phrase beendet, so aber nicht. Jetzt folgt eine kleine Improvisation und wir kommen wieder zur Frage. Hier ist wieder die Frage und hier verändert sich was. Und nochmal anders. And our improvisation. Und wieder die Improvisation. Let's und so kommen wir zu einem Ende. So, I'm just showing the opening phrase. All of these. Das war die Eröffnungsphrase. Das sind alles dramatische Ereignisse, die hier in der Musik passieren. Und wir müssen ihre Bedeutung finden. What it means. Abhören im improvisierten Aufnahmestudio. Peraya will mit dieser Aufnahme unsere Bach-Rezeption verändern. Sein Schlüssel zu Bach, dem Meister der Fugen, ist der Choral. Nun, das ist das Wichtigste in meiner Interpretation dieser Suiten. Dazu muss man wissen, dass bei Bach das Wichtigste immer die Choräle waren. Und hinter jeder Fuge oder auch Tanzmelodie ist immer ein Choral versteckt. Jetzt passen Sie auf. Fangen wir mit der Allemande an. If I just start there. Sehen Sie? Hier ist der Choral. Ja.
Can you hear this? Können Sie das auch hören, ohne am Klavier zu sein? Ja, immer. Das ist eine wunderbare Gabe, die ich habe. Ich kann ganze Stücke im Kopf hören und sogar Symphonien. Und wenn es mir irgendwann langweilig wird in einer Gesellschaft oder einer Unterhaltung, dann schalte ich einfach meinen Plattenspieler an. Seid ihr hier, versuchen